So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Ich habe jetzt irgendwie schon eine Viertelstunde gewartet, dass Falk endlich nach Hause kommt, dass ich in Ruhe diese Folge hier anfangen kann, ohne dass es irgendwie Störungen gibt. Er kommt einfach nicht nach Hause, also fange ich jetzt einfach an und hoffe, dass wir jetzt in Ruhe die ganze Folge aufnehmen können. Auch egal. So, ich muss in diese Ruinen rein. Ich habe Ludmilla und Scarlett mit zu mir genommen. Theoretisch könnte ich ja auch noch... Wo ist er denn? Na, wo ist er? Ich weiß gerade gar nicht. Da, Reinhardt, der ist da oben. Oh ne, kein Bock. Den hole ich jetzt hier nicht hier runter. Puh, blöder Reinhardt. Wir gehen halt eben einfach mal zu dritt los. Was habe ich jetzt getan zwischen den Folgen? Ich habe mich ein bisschen mal mit allen wieder angefreundet. Habe ein bisschen trainiert. Ich habe sogar auch Ludmilla ein bisschen trainiert. Wartet mal, hier. Sie ist jetzt Level 47. Mhm. Ich glaube, sie hat mit Level 20 gestartet. Ich habe ihr quasi ein paar Level-Ups gegeben. Ich denke mal, das war jetzt nicht das Falschste, was ich hätte tun können. Kann ich irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie hier schnell reisen kann. Oder muss ich einmal durch das gesamte Ding durchlaufen? Hier irgendwie... Monster-Infos. Abbaubare Gegenstände. Nee, irgendwie will ich... Ich will eigentlich einfach nur nach unten shortcutten. Geht das? Ich habe keine Ahnung, lol. Ich gehe einfach mal rein und wir gucken einfach mal, was passiert. Yay! Oh yeah, das ist schon mal mega cool. Ja, ich muss halt eben den ganzen Weg dann runterlaufen. Und ich treffe keine Kisten. Das ist toll. Oh, Currypulver. Davon habe ich dann zum Glück schon mehr als genug. Komm. Alright! So ist. Ja, komm, den nehmen wir auch noch mit. Silberhammer in die Fresse, bitteschön. So. Hallo, ihr süßen kleinen Goblinis. Ihr seid Goblins, verstehe ich. Coole Sache. Ich denke mal, die liegt das auf dem Boden. Das sind aber irgendwelche doofen Platten. Kriegt Ludmilla Schaden? Nee, hä? Uns geht's allen gut. Ich mag halt immer Ludmilla auch, dass sie mit Magie angreift. Das heißt auch, dass sie mal ein bisschen weiter hinten stehen kann. Das ist ganz angenehm. Und Scarlett wirft immer so schön mit Heiltränken um sich. Und irgendwie magisch Scarlett. Ich dachte eigentlich so, Scarlett ist so dieser typische Charakter, den ich nicht leiden kann. Aber wie gesagt, langsam... hier liegt was. Wow, ein Stein. Langsam entwickle ich auch Sympathien für sie. Aber es hat mir ja schon das Thema. So. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger mir Schaden machen können. Ich laufe einfach mal falsch, weil ich ja getroffen. Nö, irgendwie nicht. Ja, manchmal brauchen wir auch Glück. Die ganzen Goblins hier. Girls Power hier, ne? Wir machen euch fertig. Da fordert mir immer mindestens noch ein Hahn im Korb. Naja. Wenn ich sogar zwei. Derek und Reinhardt. Guckt mal, wie einfach die Dinger an mir zerschellen. An meinem Stahlkörper. So, überlegt. Ich muss doch hier irgendwie schnell reisen können, lol. Geht das irgendwie so? Zurück nach Hause, Wortmenü? Ruinen von Belfa. Ich habe keine Ahnung, ich check's nicht. Lauf ich einfach den ganzen Weg nochmal. Wie nervig. Du. Ewige Ladezeit, so. Let's go. To the mall. So. Ich will gucken, was hier unten ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch schaffen. Was mir auf jeden Fall noch wichtig ist, dass wir noch diese Quest abgeben, die eine. Laut der sollte ich ja, sag schon. Was Mondtau? Irgendwelche Art von Blumen züchten. Was ich dann auch gemacht habe, dann kann ich dadurch nämlich auch wieder neue Blumensaat freischalten, die ich für diverse Sachen brauche. Das ist schon ganz praktisch. Wo geht's eigentlich hier weiter, lol? Okay, ich bin fast schon gelaufen, mehr oder weniger. Na gut, die. Du, wo ist der Felsen? Schafft man das? Oh nein! Jetzt hier lang, oder? Ja, sieht richtig aus. Hier sind so diese Hochschnipsi-Zwischenmauer-Ding-Sies. So, jetzt müsste, glaube ich, auch der Zwischenboss kommen. Aber ich glaube, den machen wir ziemlich fertig. Auch so ein bisschen Aquamarin. Sammle ich noch ein. Man kann ja nie wissen, ne? Fettes Bling-Bling und so. Ah, alright! That's some alright-ig. Aquamarin. Weiter geht's. Ja, bitte. So, Ruine von Belfa. Also muss ich irgendwie mal gespeichert haben oder so. Es kommt erstmal wieder so ein doofer, nerviger Boss. Ach, der Cerberus. Den kennen wir doch schon.
Der kann gar nichts. Gar nichts kann er. Den kann man aber, soweit ich weiß, ist gerade unbesiegbar. Den kann man, soweit ich... Oh, der lebt doch noch. Zähmen. Und wir hatten auch schon 10 Millionen tausendmal geschrieben, dass ich auch den QB, den Fuchs am Anfang zähmen kann und so. Habe ich irgendwie bis jetzt nicht das Verlangen gehabt, das zu tun. Aber eigentlich sollte ich mal. Schon alleine, dass meine Zuschauer zufriedengestellt werden. Ich kämpfe hier irgendwie auch gar nicht wirklich mit Monstern. Also mit Rune Factory 4 habe ich eigentlich immer mit Monstern gekämpft. Nee, von wo komme ich denn jetzt, lol? Oh mein Gott, das ist immer so verwirrend. Geht's hier weiter? Wir gehen einfach mal da lang. Zweites UG, ist das richtig? Oder will ich ins dritte? Ich habe halt keine Ahnung, lol. Das ist aber so verwirrend. Könnte ich irgendwie sagen, ja, von hier kommst du? Ja, es wird schwer zurückgelaufen. Kommt jetzt der Cerberus nochmal? Oh Gott, ich bin so verpeilt. Ich habe keine Ahnung von irgendetwas. Kommt jetzt noch, kommen wir jetzt nochmal angedackelt? Wir müssen erst also Richtung Süden laufen. Gut, das versuche ich mir mal zu merken. Weiter geht's. Lauft. So, was sind Ruhmpunkte? Werkzeuge wie die Hacke oder Gießkanne zu benutzen. Braucht Ruhmpunkte. Cool. So, oh, jetzt ist es hier wieder New Shit. Das sind jetzt die neuen Sachen hier. Boah, Alter, wie viel die fressen auf einmal, ne? Ah, das ist schon krass. Also vom Schaden her macht es schon Unterschied. Ich bin jetzt auch hier wieder in diesem Level-Level-Happy-Happy-Modus. Wo ich mir denke so, na, man muss ja Lootmänner noch ein bisschen hochleveln, ne? Das ist so das halbe Level von mir. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Und die haben was getroppt. Was geht mal? Eine Vogelfeder. Sehr schön. Und die... Oh, Scarlet wieder am Kämpfen. So. Leute, kloppt mal hier nicht so. Ich will hier wenigstens Saphire einsammeln. Oh, hier ist ein Greif in unserer Mitte. Zack. Entschuldigt mich, bitte. Ihr müsst es mal ganz kurz alleine schaffen. Oh, habt ihr eh alleine geschafft. Okay, ihr braucht mich nicht. Cool. Oder? Ist da schon wieder einer? Oder ist das der gleiche? Och, Leute. Alles muss man hier selber machen. Sagt sie und kriegt nichts hin. Greifi, Baby. Jetzt läuft er weg von uns. Was soll der Scheiß? So. Jetzt hat es endlich der Greif begriffen. Okay. Die Frage aller Fragen ist, wo geht's weiter? Was ist hier drin? Oh, eine Feder. Gehen wir mal weiter. Dann würde ich mal vorschlagen, entweder hier unten oder da oben, ne? Boah, ist das gerade verwirrend. Waren wir in beiden Ecken schon? Ich guck mal hier nach. Hallo. Was ist hier? Diska? Okay, da geht's so später erst hin. Na gut. Dann gehen wir mal hoch. Ich liebe das Getippel. Wow! Hi. Ah, oh, okay, wir kommen noch gar nicht weiter, lol. Boah, wo bin ich denn hier stehen geblieben? Ich muss irgendwo noch einen gelben Schalter umlegen. Bitte einmal Sterbung einladen. Boah, der Molguin, der ist schon heftig. Dass der alles einsteckt. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Boah, als ob ich hier noch was wissen würde. Ach, herrje. Oh, die treffen gerade auch Scarlet ganz schön hart. Was kann ich? Kann ich den irgendwie auch quasi, sag schon. Können wir auch den hier machen? Was war's nochmal? So, ne? Ja. Wow! Der Arme. Er hatte keine Chance. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Wir waren gerade zu krass, weißt du? Ich glaube, hier haben wir schon alles. Hier haben wir schon alles. Ah, das ist trotzdem noch eine Kiste. Ich nehme die Kiste, lol. Ja, genau, den haben wir schon umgelegt. Ah, ne, das ist ein Monster. Au! Ja, Washis. Okay, da waren wir also schon. Ach, du Kage. Dann hier reingucken mal. Boah, ich habe halt absolut keine Ahnung, wo wir schon waren und wo noch nicht, ne? Ludmilla liegt schon am Boden, die sonnt sich gerade wieder so ein bisschen. Ist natürlich jetzt nicht so gut. Kann ich euch vielleicht noch so ein paar Heiltränke anbieten? So, Oh, es ist für mich, vielen Dank! Es ist für mich, vielen Dank! Du kriegst auch was. Willst du mich bestechen?
Weil ihr bringt das kaum noch was, weil sie so stark ist. Oh, Scarlett, du bist so stark. Stronge. So, okay. Gibt's hier noch irgendwie was zum Umlegen? Hallo, Mr. Troll. Aua. Boah, das müssen wir eben einfach merken, wo ich zuletzt war, ne? Alter, die haben halt auch so einen richtig knüppeligen Knockback-Schaden. Das ist super anstrengend. So, so. Okay, den haben wir. Yay! Yeah. Gut. Oh nein, ich habe das Ding zu spät kaputt gemacht. So. Hallo, Mister, Herr Troll. Dann geben die hoffentlich ein paar EP. So, war ich denn hier schon? Weiß das irgendeiner? Ich glaube schon, oder? Oh, eine Kiste. Mit, keine Ahnung, was drin. Erdbeermilch. Was haben wir hier? Kartoffeln. Was macht ihr hier? Alles muss man selbst machen hier. So, ich glaube, hier waren wir schon. War schon gerade so irritiert, ne? Waren wir hier schon? Da ist auch nochmal ein Weg irgendwie. Das ist was versperrt. Aber hier ist irgendwie anscheinend auch nichts. Liegt jetzt alle auf dem Boden? Die sonnen sich. Hier ist gar nichts. Mist. Hä? Wo geht's denn nochmal weiter? Ich verstehe das nicht. Kannst auf jeden Fall zerschlagen. Oh doch, Leute, hier. Ah, nee, habe ich schon anscheinend. Was? Oh, Leute, jetzt geht wieder lustige. Ich habe keine Ahnung, was ich tue und ich laufe im Kreis. Scheiß los. Okay, dann muss ich vielleicht nochmal hier gucken. Ich glaube, da habe ich schon alles geklärt. Ich gucke nochmal hier in die Ecke. Hä? Oh, ich bin so verwirrt. Ich bin verwirrt. Da ist ja auch nichts. Oh nee, ich verstehe das doch alles nicht. Was soll ich denn machen? Nehmt mal das. Ups. Okay. Oh nee, warte. So. Hier habe ich jetzt alles schon durchgeguckt. Von hier kam ja, ne? Da war auch noch so ein Schalter. Den haben wir ja auch schon umgedrückt. Vielleicht muss ich doch zu dem. Oh, hä? Hä? Was? Okay, cool. Okay, wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, wieso ich so dumm bin. Okay, da oben lang. Na gut, bin ich irgendwie dran vorbeigelaufen oder so. Da. Hirnfurz. Eindeutig Hirnfurz. Okay. Weiter geht's. Oh yeah. Die wollen nochmal richtig rumble-bumblen. Oh, ich hasse die. Können dann nochmal irgendwelche Paralyse-Scheiße machen oder sowas. Oder, ja, oder mich vergiften. Genauso schlimm. Ich fass hier mal an. Oh, danke für den Heal. Und sie geben gut EP, denke ich. Okay, ihr seid beide vergiftet. Moment, dann ich muss hier mal ein bisschen was noch behandeln. So, du kriegst was. Und du kriegst auch noch was. Boah, bin ich nett. Ich trinke selbst auch noch was, obwohl ich eigentlich nichts brauche, aber ist okay. Okay, cool. Was haben wir hier drin? Ein Regenschirm? Schuppen? Ach nee, ein Eishammer. Regenschirm, Eishammer, alles dasselbe. Weiter geht's. Sind wir jetzt tief genug? Und da kommt noch eine Ebene. An sich nicht schlimm, ne? Wenn ich einfach mal checken würde, wie ich nach unten schnell reisen kann. Oh, das sieht aus nach Bosskampf. Oh, Leute, wir sind am Arsch. Oh nein! Dieser Ort kommt mir wirklich bekannt vor, hm? Was ist das da drüben? Es ist ein Horn. Aber es ist das, dass der Feldhauptmann meinte? Ah! Was war das? Meine Erinnerung? Ich war hier schon mal?
warum das Monster jetzt auf einmal herkommt. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Monster ist. Let's take a look. Es ist ein riesiger Skelettdrachen. Ist es ein Dino? Ein Schädeldrache. Entschuldigen Sie bitte. Herr Schädel von Drache. Bäh! Dafür hättest du mich ja auch warnen können, Livia. Oh, echt mal, Livia. Ah, der macht dieses Ching, ne? Ah, gut zu wissen. Also, wenn er Bing macht, muss ich immer schnell den hier machen. Ah, der ist heftig. Okay. Er ist auf jeden Fall so nett und macht immer dieses Bing. Da weißt du immer, wann jetzt gleich... Ach, ups. Ich muss doch von den blauen Flammen. Oh mein Gott, die sind da vor mich verfolgend und so. Die Pflaumenflammen. Ich kann nicht mal reden, ne? Die sind echt ätzend. Ich versuch mal so auch mal so ein bisschen wieder einzutrechen. Ich muss halt eben auch mal so ein bisschen Selbstdamage dealen. Was isst man in dem Moment am besten? Ein Sandwich. Oh ja, Stärke. Toast. Wow. Aber vielleicht ist auch nicht so gut. Wir probieren es mal lieber mit einem Heiltrank. Wow. Wow. Ah, die sind scheiße, weil die halt eben auch zielsuchend sind, ne? Oder? Doch, die Flammen, die verfolgen mich. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwann... Ach, die spawnen. Okay, das ist gut. Was? Du Arsch! Ah, Mist. Na, vielleicht hätte ich mir mit seinem Pattern... Vielleicht hätte ich mir auch mal Mühe geben, ne? Das wäre vielleicht auch mal eine Option. Ja, der ist schon heftig, ne? Der hätte vielleicht auch ein bisschen mehr leveln sollen oder mich ein bisschen mehr... Um gutes Equip bemühen können. Boah, ich komme gerade einfach nicht an den Rand, ne? Jetzt mal wieder so ein bisschen. Ich schau mal ein bisschen ihm auf die Fresse. Okay, es reicht. Verdammt. Schnasch mal noch was? Oh, dann haben wir es hoffentlich. Man ist jetzt knackig, aber jetzt nicht unschaffbar, ne? Oh, ich vergesse immer, dass er am Ende das macht. I'm not a smart person. Oh, komm. Okay. Ja, war es keine Glanzleistung, aber wir haben es geschafft. Verdammt, nicht schon wieder. Warum sind hier Kinder? Spitzzüngiger Mann. Die haben zu viel gesehen. Ah, da kann ich sie nicht zurückkehren lassen. Vergebt mir. Ah, nein, was diese macht. Ah. Ach, das kann nicht sein. Das Siegel bricht. Du machst das. Ich lasse nicht zu, dass du Lumenivia befreist. Lumenivia. Was so? Es gibt keinen Zweifel. Die Erinnerung war von mir. Ich war schon einmal hier. War das. Das war doch Priscilla. Und ich wollte mit aller Kraft jemanden beschützen. Ich habe Lumenivias Siegel gebrochen.
Dasselbe ist passiert, als ich Scarlett beschützt habe. Hm, aber dieses Mädchen war nicht Scarlett. Das war... Oh, mein Kopf! Na, Der Drache! Aber ich kann mich nicht bewegen! Das war Priscilla. Denke ich. Also für mich sah es wie Priscilla aus. Wow! Lange lange Zeit des Todes! Spiel? Videospiel, bist du noch da? Oh, wie komme ich da hin? Ah. Ich bin am Silo? Oh, Farmdrache! Hast du mich zurückgebracht? Natürlich, ich habe deine Stimme gehört. Danke dir. Stimmt ja, ich muss das Horn abliefern. Ein Glück, dass ich es nicht habe fallen lassen. Ich bringe es dem Feldhauptmann. Okay, tue das. Ihr dürft beide Feierabend machen. Ja, Yumi. Ja, geh mal nach Hause. Okay, tschüss. Und an der Seite kämpfen war echt ein super Gefühl. So, Scarlett. Du machst auch Feierabend. So, was habe ich denn das? Ah, du bist wirklich gut im Monster-Zähmen. Ach ja. Ich hatte von Martin aus ja Monster-Zähmen. Er erklärt mir jetzt immer Monster-Zähmen und sie füttert und so. Was ich schon längst gemacht habe. Das ist total dumm. Okay. Ah, du hast also Spielkraut geerntet. So, jetzt kann ich auch mehr Saatgut kaufen. Was gibt's noch? 10, 50 Monster? Bitte was? 10, ein Gegenstandsmonster. Oh je, na gut. Wahrscheinlich irgendwie so ein Büffelmuding oder sowas. Ja, das können wir machen. Bitte Monster um Hilfe am Hof. Ja, machen wir auch oft das mal. Das ist okay. Reite auf einem Monster. Ernte 3 Blumenarten. Das mache ich am liebsten. Genau, Sam. Kannst du auch irgendwas? Okay, ist voll. Too much. Sam. Ah, Sam hat immer eine Meinung zu allem. So, ja, Livia. Hey, ich hab da was. Jetzt gibt es keine Zeit zu verlieren. Ew. Er steckt doch voller Macht, wie ich es gehofft hatte. Ach, das hast du gut gemacht, Yumi. Also, warum bist du so niedergeschlagen? Dein Siegel habe ich zerbrochen, nicht wahr? Du weißt es wieder? Nur bruchstückhaft. Hm, deine erdfreundlichen Kräfte sind also erwacht, als du ein Mädchen retten wolltest? Ja. Weißt du, als mir klar wurde, dass du eine Erdfreundin bist, vermutete ich schon, dass du mich befreit hattest. Aber ich weiß nicht, wie das gekommen sein könnte. Bis ich wieder bei Bewusstsein war, gab es niemanden in Sichtweite. Es ist fast schon komisch. Selbst als Kind hattest du alles... selbst als Kind hast du alles gegeben, um andere zu schützen. Ach, ich bin also wenig überrascht. Du bist nicht wütend? Wütend? Warum denn? Als ich Rajias Siegel gebrochen habe, meinte Oswald etwas von wegen, eine schmutzige Tat schon erledigt. Dabei ging es darum, einen uralten Drachen zu entfesseln, oder? Das heißt, nur eine Erdfreundin wie ich konnte das tun. Eine Erdfreundin, ohne eine Ahnung, zu was sie imstande ist. Hätte ich dieses Siegel nicht gebrochen, dann wäre die Welt jetzt nicht in dieser Gefahr. Was ich getan habe, ist nicht rückgängig zu machen. Du nimmst wirklich alles zu ernst. Oder bist du einfach nur dummköpfig? Wie? Denk doch mal.
Selbst wenn du gewusst hättest, was du jetzt weißt, dass deine Handlungen die Welt gefährden würden, meinst du wirklich, dass du im Zweifelsfall die Leute, die dich gebraucht haben, im Stich gelassen hättest? Naja, ich... Du hast recht. Natürlich habe ich recht. Also brauchst du nichts zu bereuen. Ich mag, was gestern geschehen ist, kannst du nicht ändern. Morgen sieht es aber schon wieder ganz anders aus. Es liegt an dir, eine Zukunft ohne Reue zu schaffen. Danke, Feldhauptmann. Oh, sie ist so cute. Und bedenke dies. Die Schicksale der Drachen und Erdfreunde sind auf ewig miteinander verwoben. Wir drei wären früher oder später in jedem Fall zusammengetroffen. Also lass uns das Positive im Auge behalten, ja? Nur weil wir beide uns auf diese Weise getroffen haben, haben wir überhaupt eine Chance, alles in Ordnung zu bringen. Es ist noch nicht zu spät. Wir kommen sogar gerade richtig. Denkst du das wirklich? Ja, aber genau wissen wir es erst, wenn wir die Welt gerettet haben. Und das werden wir tun. Sag mir einfach, was ich tun kann. Hoppla, einen Moment. Warte ab, bis Gale zurückkehrt. Ich bin wieder da. Genau. Genau pünktlich. Was? Vergiss es. Lass uns nur deinen Bericht hören. Ja, Hauptmann. Die größten Störungen von Runenquellen waren im Flüsterwald, in den Kerf-Lava-Höhlen und in den Merline-Kristallhöhlen. Sie alle zeigen dramatische geologische und umweltliche Fluktuationen. Verwickbar stellen die Melin-Kristallhöhlen eine unmittelbare Bedrohung dar. Und los! Das ist ein Runenkristall? Er strahlt viel mehr als der letzte. Da hatte ich meinen Hohn noch nicht wieder. Meine begrenzte Macht reichte nur für einen einzigen Kristall. Deshalb hatten wir also nur einen Runenkristall. Jetzt hast du es verstanden. Yumi, nimm den Kristall und geh zu den Malign-Kristallhöhlen. Wenn du den Kristall am Ursprung des Runenquells platzierst, soll die Störung für eine Zeit lang beseitigt sein. Verstanden? Okay. Gut. Das ist das Innere. Also wir können anscheinend jetzt tiefer reingehen einfach. Das Innere verfügbar. War wahrscheinlich vorher schon so verfügbar. Oh. So. Okay. Ich glaube, Sam hat recht. Die Folge geht schon lang genug. Wir haben das Horn. Das edle, heilige Horn. Jetzt kann sich Liffy auf jeden Fall verwandeln und kann ihre volle Kraft entfalten. Und mal sehen, wie es weitergeht. Dann danke fürs Zusehen und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.